Ali Wagner von Eltern stehen auf. Willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zur 6. Ausgabe des Wohnzimmer-Talks. Heute mit Gerald Hüther. Schönen guten Tag, Herr Hüther. Hallo, schönen guten Tag, alles klar. Ich grüße Sie ganz herzlich und es ist eine besondere Ehre und besondere Freude, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Wunderbar. Bin fast ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, braucht man nicht. Gut, wunderbar. Ja, es geht natürlich in meinen Wohnzimmer-Talks ja immer, wie bekannt, um die Kinder. Und die große Überschrift ist, was können wir für unsere Kinder tun? Wir wissen alle um die Umstände derzeit im Außen, dass es sehr viele Eltern gibt, die große Sorgen, Probleme haben, Nöte geradezu, da es ihren Kindern nicht leicht gemacht wird heutzutage, besonders wenn ich auf die Schulsituation gucke. Wir wissen alle, worum es geht. Testungen, Impfpflicht eventuell, die eingeführt wird, also eine gewisse Art von Erpressung, die da stattfindet. Dann allerdings noch die Präsenzpflicht, die Kinder müssen zur Schule gehen. Wir wollen heute mit Ihnen ein bisschen versuchen zu gucken, was kann man tun? Was kann man ins Konstruktive, Positive tun? Wie kann man die Situation meistern? Wie kann man sich vielleicht auch nicht so ausgeliefert fühlen? Wenn ich mich jetzt reinversetze in Eltern, deren Kinder zur Schule gehen und eigentlich würden sie die Kinder lieber draußen lassen, dann kommt dieses große Drama oder die Bedrohung durch eventuell Jugendamt und dass die Kinder entziehen. Und ja, sie sind im Dilemma. Wüssten Sie, haben Sie einen Ratschlag für diese Eltern? Ja, zunächst erstmal kann ich gut verstehen, und das spürt man ja allenthalben, dass das hier jetzt nicht so eine ganz einfache Situation ist. Und eigentlich ist es katastrophal. Und es gibt Eltern, die meistern das etwas besser und andere kommen gar nicht zurecht. Es gibt auch Kinder, die damit einigermaßen zurechtkommen und solche, die gar nicht damit zurechtkommen. Das heißt, es bricht sozusagen das, was vorher schon an Unterschiedlichkeiten existiert hat, das bricht jetzt in aller Wucht zutage. Und ja, und manchmal sieht es auch so ein bisschen, als es würde da so eine Büchse der Pandora aufgemacht, was da alles jetzt sichtbar wird, was man vorher gar nicht gesehen hat. Also Menschen, die einander anschreien, die sich gegenseitig misstrauen, die sich auch miteinander verbünden, sich gegenseitig anzeigen und auf einmal Angst haben, mit einem Kind in Kontakt zu kommen, weil es sie anstecken könnte. Und wird alles sehr schwierig im Moment. Und dann gibt es aber einfach auch Situationen, da kann man nicht so sehr viel ändern. Also, und da muss man nach Lösungen suchen, wie man unter den gegebenen Umständen das Beste für sein Kind machen kann. Und da müssen wir uns, glaube ich, die besonderen Situationen alle der Reihe nach angucken. Ich nehme an, dass relativ wenige Eltern uns jetzt hier zuschauen, die in diese Gruppe derjenigen Eltern gehören, die sich kaum um ihre Kinder kümmern können, weil beide arbeiten gehen müssen, möglicherweise noch mit einem Migrationshintergrund, sodass die auch kein richtiges Deutsch können. Und online geht sowieso nicht und die sitzen jetzt den ganzen Tag zu Hause vor irgendwelchen Ballerspielen herum oder was immer sie da so treiben. Da kann man sich gut vorstellen, was dann am Ende, wenn da mal irgendwann wieder Schule stattfindet, dabei herauskommt. Die können wahrscheinlich, die haben alles vergessen, was sie mal vor einem Jahr gewusst haben. Und dann gibt es die ganz Kleinen, da mache ich mir weniger Sorgen. Das sind die ganz kleinen Kinder, die eigentlich nicht viel davon mitkriegen. Die Eltern haben hoffentlich zu Hause keine Maske auf, wenn sie mit dem Kind umgehen. Und ansonsten ist das Kind dann meistens in der elterlichen Betreuung. Und wenn es denn mal möglich ist und die dann in so eine Krippenbetreuung gehen, wird sich ja jeder überlegt haben, ob das wirklich notwendig ist. Und dort ist dann meistens die Betreuerin maskiert, und aber die Kinder zumindest nicht. Und da achtet auch keiner auf Abstandsregeln. Und die lassen sich sozusagen nicht richtig einschränken, aus rein technischen Gründen. Mhm. Dann geht es mit den Kindergartenkindern weiter. Das fängt dann schon an, interessanter zu werden, weil da auch einiges deutlich wird, was da eigentlich den Kindern nicht passieren dürfte. Das ist ja so, dass wenn so ein Kind diese Maske da aufsetzt oder von Begleitern, mit Begleitern zu tun hat, die den ganzen Tag so eine Maske aufhaben, haben die ja keine Möglichkeit, diese andere Sprache zu lernen, die nicht mit Worten geht, sondern die dann mit Mimik und Gestik geht.
Gestik funktioniert vielleicht noch, aber Mimik ist nicht mehr zu sehen. Und das kann dann durchaus passieren, dass manche Kinder dann dazu neigen, diese mimischen Ausdrucksformen nicht mehr richtig wahrzunehmen. Und dann lernen die auch nicht richtig. Das hat es auch nebenbei gesagt schon immer gegeben, aber noch nicht in solchen Mengen. Und ein Kind, was die Mimik eines Gegenübers nicht lesen gelernt hat, das kann nicht erkennen später im Leben, was der wirklich meint. Mhm. Also, sie gucken mich jetzt auch gerade so an. Und da weiß ich, sie müssen noch nicht mal was sagen, da weiß ich schon, was sie denken. Und das kann man alles von der Mimik ablesen. Und Kinder brauchen, glaube ich, wenn sie dann in diese Welt hineinwachsen, ein sehr gutes Gefühl dafür, um beurteilen zu können, was von dem, was ihnen andere erzählen, wahr ist und was da fake ist. Oder der Versuch ist, sie zu was zu überreden oder sie zu verführen oder was auch immer. Mhm. So, und deshalb ist das schon eine schwierige Situation für solche Kinder im Kindergartenalter, wenn die keine Möglichkeiten mehr haben, diese Mimik zu lesen. Greife ich jetzt mal als ein Beispiel raus. Mhm. Das ist darüber, wir brauchen das nicht darüber zu unterhalten, dass es Mist ist, wenn Kinder sich nicht mehr draußen bewegen können, wenn die nicht mehr miteinander spielen können. Das ist alles selbstverständlich und das zieht sich dann über die Grundschule dann immer stärker werdend ja auch durch. Und da sehen wir sehr viele Kinder, die dann auch kognitiv schon in der Lage sind, uns zu verstehen. Wir reden über das Thema mit ihnen. Wenn wir als Eltern Angst haben, übernehmen die unsere Angst. Wenn wir als Eltern so argumentieren, dass sie glauben, dass wir das alles ablehnen, lehnen dies auch ab. Mhm. Also hier sind wir eigentlich diejenigen, die unsere eigenen Einstellungen an die Kinder weitergeben. Das muss man dann auch so sehen. Das haben sich die Kinder niemals selber ausgedacht. Und dann ist das Eigentliche das, was immer man dann ja als Eltern mit ihnen redet. Es führt ja am Ende dazu, dass sie gezwungen sind, außerhalb der Familie draußen und vor allen Dingen in den Einrichtungen diese Regeln einzuhalten. Mhm. Diese Abstandsregeln und diese Masken aufzusetzen und was da noch alles dazugehört, sich jetzt auch noch testen zu lassen. Und da sehen wir eine ganze Gruppe von Kindern, also in diesem ganzen Altersbereich Schule, vielleicht so bis zur Pubertät, die machen das auch. Das sind die, ich nenne die immer so unglaublich brav. Die wollen Mama und Papa alles recht machen oder genau. Wenn Mama und Papa es anders meinen, dann wollen sie es wenigstens der Lehrerin recht machen. Da habe ich Fälle gehört, da haben Eltern sich einen Attest besorgt für ihr Kind und dann konnte das ohne Maske in die Schule gehen und es ist weinend nach Hause gekommen, weil es wollte doch die Maske haben, weil die anderen ja auch alle die Maske auf hatten. Entschuldigung, das kenne ich von meinen Kindern auch. Das heißt, ich habe sie freigestellt. Und sieht man, dass man als Eltern nicht so viele Möglichkeiten hat, zum ganzen Sonderweg zu gehen, ohne das Kind in eine eigentlich für das Kind schwer handhabbare Situation zu bringen, wo es aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Und das ist ja der Hintergrund. Kinder haben dieses tiefe Grundbedürfnis, dazuzugehören, angenommen zu werden. Das gilt in der Familie natürlich. Aber das gilt dann auch in ihrer Peer Group, also in ihrer Klassengemeinschaft oder in der Gemeinschaft mit anderen Kindern. Und dieses Bedürfnis lässt sich ja nicht so richtig mehr leben im Augenblick. Mhm. Es gibt noch so andere, es gibt diese, oder nennen wir es einfach so einfach, die wollen mit den anderen zusammen sein, die wollen mit denen spielen, die wollen die Welt entdecken, die wollen was gestalten, die wollen auch mal rumtoben und alles Mögliche. So, auch Streiche mit dem Lehrer machen und was weiß ich was. Und das geht alles nicht. Mhm. Und das tut den Kindern weh. Das ist auch gar nicht so banal. Also ich sage immer, damit das Erwachsene verstehen, das ist so, als ob sie sich jetzt rettungslos verliebt hätten in eine Frau, die aber dann ihnen nach einer Woche deutlich macht, das wird hier nichts, ich will nichts von dir wissen. Mhm. So, da leiden sie wie ein Schwein. Mhm. Weil sie möchten gerne, sie haben das Bedürfnis, aber sie wissen, geht nicht. Und dann bleibt
Das ist hirntechnisch ein ziemliches Problem, weil da wird irrsinnig viel Energie verbraucht. Das merkt man dann auch. Da ist man, deshalb sagen wir dann auch, da ist man fertig davon. Ja, von diesem inneren Konflikt. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Und diesen selben Konflikt haben die Kinder, die würden gerne draußen rumtoben und andere treffen, aber sie sagen sich, es geht nicht. Und sie sagen sich das auch selbst, nicht weil sie gezwungen werden, sondern die haben das ja eingesehen. Und sie wollen vor allen Dingen uns Erwachsene glücklich machen. Sie wollen keinen Ärger haben, nicht mit den anderen Kumpels, aber vor allen Dingen auch mit den Erwachsenen nicht. Sie wollen, dass wir sie loben, dass wir sie gut finden und dass wir ihnen signalisieren, so seid ihr uns recht und so dürft ihr dazugehören. Und deshalb ist diese ganze Altersgruppe so von Ende Kindergarten bis zur Pubertät durchweg eigentlich jetzt irrsinnig brav. Fast alle laufen mit den Masken rum, klaglos, machen das, wie das manche Erwachsene sagen, sogar noch besser als die Erwachsenen. Ja, guck dir mal an, wie gut die Kinder das einhalten und die machen es ja nicht, die Erwachsenen in der Nachbarschaft. Das ist ja ein bisschen das Perfide daran, ne? Dass diese Eigenschaften der Kinder ja so ein bisschen umgelenkt werden. Denn eigentlich ist es ja eine tolle Eigenschaft. Ich möchte mich sehr gerne einfügen in die Gemeinschaft. Ich möchte das machen, was von mir erwartet wird. Das kann ja im positiven Sinne was ganz super Tolles Das sein. ist von den Kindern ist das unglaublich lieb, ja. Ja, Aber und die das wissen machen nicht, für welchen Zweck aber das jetzt gerade die Eltern, instrumentalisiert die, wird. genau, aber das wissen eigentlich fast alle Eltern, dass Ja. wenn die Eltern zum Beispiel mal Streit miteinander haben und die Kinder wollen natürlich, dass das alles friedlich da zu Hause abgeht, das sind die Kinder bereit, alles zu tun dafür, dass sich die Eltern wieder vertragen. Das heißt, die kämpfen um Gemeinschaft und Zugehörigkeit und sind da auch bereit, alles zu unterdrücken, ihre eigenen Bedürfnisse hintanzustellen, damit es Hauptsache im Ganzen wieder klappt. Ist das gesund? Und das machen die so. Das müssen wir gleich angucken, wie Okay. gesund das ist, weil jetzt habe ich ja erst mal erzählt, wie das wehtut, also wie das Ja. eigentlich gegen die eigene Natur ist, am Beispiel, dass sie sich verliebt hätten. Und dann hat ihr Hirn ein Riesenproblem, weil der so viel Energie verbraucht wird und alles immer zu sich um dieses eine Thema dreht, dass dann das Hirn aus sich selbst heraus eine Lösung findet, ob sie das wollen oder nicht. Es hilft sich sozusagen selbst aus der Not und es wachsen dann hemmende Verschaltungen über diesen Bereich, aus dem das Bedürfnis erwächst. Also ihre Verliebtheit mit dieser Frau. Das wird dann sozusagen überwachsen, hemmend und so, dass das nicht mehr rauskommt. Und das passiert den Kindern auch. Das geht unterschiedlich schnell, aber spätestens so nach 2, 3 Wochen. Und bei manchen dauert es ein bisschen länger. Das hängt davon ab, wie intensiv das unterdrückt werden muss, wie stark der Druck von außen sozusagen ist. Aber die lernen das dann alle. Und jetzt nach einem Jahr, glaube ich, haben sie das alle perfekt in ihr Hirn gebaut. Nämlich eine hemmende Verschaltung, die jetzt richtig sauber wie eine Käseglocke auf den Bereichen sitzt, aus denen normalerweise diese lebendigen Bedürfnisse rauskommen. Und jetzt kommen die Kinder- und Jugendpsychiater, auch manche Lehrer, Eltern sehen es auch und man braucht ja einfach auch nur mal so durch die Stadt zu gehen und sich mal junge Leute anzugucken, also solche Kinder. Das ist so, als ob ihnen jemand die Lebenslust geraubt hätte. Und da ist jetzt nicht nur das Bedürfnis herumzutoben weg, sondern es ist fast alles weg, was man eigentlich so zauberhaft an dem Kind findet. Also man könnte es ja auch umdrehen, könnte sagen, man ist ja als Eltern eigentlich normalerweise unglaublich dankbar dafür, dass man Kinder hat, weil die einem selbst nochmal zeigen, wie viel Freude das Leben machen kann, wie lebendig das alles sein kann. Ganz genau. Und jetzt nach einem Jahr ist da weitgehend Ende. Die Erwachsenen müssen das ja ähnlich machen. Also uns geht das auch so. Man kann ja sich auch nicht mehr alles, was man so an Bedürfnissen hat, geht ja auch nicht zu stillen. Und dann muss das auch überbaut werden. Und das wird auch überbaut. Und Ergebnis ist so eine resignative, depressive Gesamtstimmung, die man so spürt, wenn man über die Straße geht und in die Stadt geht. Und das ist bei den Kindern auch so. Und da glauben natürlich manche Leute, das sei jetzt nur mal so eine, dass man das mal unterdrücken kann. Und dann ist anschließend Corona vorbei, kommt alles wieder raus. Und die werden eine ganz bittere Überraschung erleben, weil da kommt nichts wieder raus. Das ist jetzt weggehemmt und das gehört jetzt eine richtig hohe Kunst und darüber würde ich gerne dann noch mit
in Reden für die Eltern, es gehört jetzt eine hohe Kunst dazu, dass das Kind, wenn Corona dann vorbei ist, so nennen wir das jetzt mal, also Maßnahmen beendet, alles Leben geht wieder. Und sie dürfen, jetzt machen wir es an einem Beispiel fest, sie dürfen jetzt wieder zu Oma, mit der sie vorher so gerne gekuschelt haben. Ja, und jetzt durften sie die ganze Zeit nicht, dann haben sie das Bedürfnis, mit der Oma zu kuscheln, so lange unterdrückt, bis es weg war. Und jetzt auf einmal nach einem Jahr heißt es, kannst du wieder zu Oma. So, dann geht das Kind dahin, das wissen Sie genauso wie ich und alle, die uns hier zuschauen. Und die Oma will nun auch, ne, hat ja auch Sehnsucht gehabt. Und dann merkt man, da ist auf einmal so eine Barriere. Das heißt, das Kind fremdelt. Aha. Und wenn die Oma jetzt auch noch so unglücklich drauf ist, dass die darüber beleidigt ist, dass das Kind jetzt nicht mit offenen Armen wie früher auf die Oma zugeschossen kommt, sondern dass die da auch noch ein bisschen beleidigt ist und glaubt, sie hätte was falsch gemacht oder irgend sowas, dann hat man eigentlich die Beziehungsstörung zwischen den beiden programmiert. Und dann geht das ja gar nicht wieder weg. Das kann sein, dass sich dieses Kind mit der Oma überhaupt nicht wieder findet. Und das ist die Langfristigkeit. Und am Beispiel mit der Oma wird man noch sagen, naja gut, also hat ja vielleicht noch einen Opa, der das ein bisschen geschickter macht, aber jetzt haben wir ja gesagt, das passiert einem Kind zum Beispiel mit seiner Freude am gemeinsamen Entdecken und Gestalten mit anderen. Also am spielerischen Herausfinden, wie das Leben geht. Gemeinsam mit anderen. Das geht jetzt auch nicht. Ja. Ähnlich wie das mit der Oma ging ja. Mhm. So, und das ist jetzt auch weggehemmt. Mhm. Und jetzt ist Corona vorbei und wir erleben es jetzt schon. Da gibt es Kinder, die fragt man, willst du mal auf dem Spielplatz haben? Nee, will ich nicht mehr. Mhm. Und mit meiner Freundin will ich mich auch nicht mehr treffen. Das heißt, es ist so weggehemmt, es ist nicht mehr da. Mhm. Und das käme schon alles wieder. Auch mit der Oma, das könnte wieder kommen. Also muss die Oma eben extrem geschickt sein. Mhm. Und das käme hier auch wieder. Aber natürlich kommt es auf gar keinen Fall wieder, wenn jetzt das Kind nach der Zeit keine Gelegenheit findet, um seine eigene Lebendigkeit wieder zu erfahren. Mhm. Also ich habe eine irrsinnige Angst davor, dass, und das spricht sehr vieles dafür, dass wir da reinmarschieren in diese Falle, auch Eltern. Ich habe eine große Angst davor, dass eben jetzt das Hauptaugenmerk auf dem verloren gegangenen Schulstoff liegt. Jetzt muss der Unterricht nachgeholt werden. Die Regierung macht schon 2 Milliarden locker für Nachhilfeunterricht. Ich glaube, dass jedes Kind kein Problem hat, das alles nachzuholen, wenn es wieder lebendig ist. Aber solche Kinder, die jetzt so schon alles unterdrücken mussten, anschließend noch in solche Förderprogramme zu schicken, das ist eigentlich dann, das wäre die Oma, die alles falsch macht. Wo es dann auch definitiv nicht wiederkommt. Ich kann natürlich nicht für alle Eltern sprechen. Ich denke bloß, es gibt sehr viele Eltern, denen das bewusst ist, dass es hier nicht schon lange nicht mal um den Schulstoff geht. Es gibt täglich neue Lernkonzepte, neue Schulgründungen werden angedacht. Ich hatte im letzten Talk ja auch mit Ricardo Leppe gesprochen. Das ist auch einer, der sich Gedanken macht über neue Schulkonzepte. Bedeutet, uns wird ja gerade an der Situation so viel deutlich, auch dass das Schulsystem überarbeitet werden muss. Und ich denke, wem es da um den verpassten Lernstoff geht, der denkt noch sehr systemimmanent. Letztlich geht es ja um viel tiefere Sachen, um die seelische Gesundheit. Und darauf müssen wir schauen, auf unsere Kinder. Dann müssten wir alle sozusagen nochmal eine extra pädagogische Ausbildung machen, um mit diesen Folgen und dem Verhalten, was uns dann entgegengebracht wird, durch die Kinder nochmal adäquat umgehen zu können. Müssen wir wahrscheinlich sowieso, jeder für sich im Alltag schon mit Kindern, wenn sie mal nicht so funktionieren, wie wir das uns vorstellen, wünschen. Wenn es Konflikte gibt, dann müssen wir auch schon immer gucken, nach den Bedürfnissen der Kinder mal ein bisschen tiefer gucken, statt zu deckeln, zu unterdrücken. Das hat man als Eltern ja sowieso auf dem Schirm. Ich kann das gut verstehen und das wäre auch eine Hauptfrage von mir gewesen. Eine große Elternsorge ist, sind diese Schäden, die bei den Kindern entstehen, irreversibel oder können wir die wieder ins Lot holen. Ich habe jetzt gerade das Bild gehabt von eingesperrten Tieren im Zoo, wenn man sie wieder auswildert. Das heißt, dann wieder anpassen an die freie Wildbahn. Kann man das damit vergleichen? Ich hatte es ja gesagt, wenn wir nicht alles falsch machen, baut sich das wieder ab. Mhm. Und deshalb heißt die Antwort, das ist wieder reversibel. Ja. Aber die Chance ist nicht sehr groß, dass wir das hinbekommen, weil
innerhalb unseres Denkmusters und der gegenwärtigen Vorstellungen, die wir von dem haben, was wir Schule nennen, ist die Chance relativ groß, dass wir es vermasseln. Und dass dann eben sehr viele Kinder wirklich ihre Freude am Leben verlieren. Und da muss man das vielleicht auch als Biologe noch mal ein bisschen tiefgründiger sich anschauen. Und ich bin ja so eigentlich nicht Hirnforscher, sondern in meinem tiefsten inneren Herzen ein Biologe. Kommt mir aber jetzt sehr entgegen, weil ich natürlich als Biologe weiß, dass das Lernen eine Grundeigenschaft des Lebendigen ist. Sozusagen ein Wesensmerkmal des Lebendigen ist, dass alles, was lebt, man daran erkennt, dass es was lernt. Sogar so ein blödes Virus lernt, dass es sich umbauen muss, wenn es erfolgreich sein will. Eine einzelne Zelle kann was lernen. Jede Körperzelle kann was lernen. Natürlich ist es schön, wenn man jetzt einen ganzen Organismus hat. Der kann aber auch was lernen, wenn er kein Hirn hat. Also Pflanzen zum Beispiel können auch wunderbar lernen. Und mit Hirn geht es halt noch ein bisschen besser. Mhm. Aber zum Beispiel eine Familie kann ja auch was lernen. Mhm. Oder ein Sportverein. Oder eine ganze Gesellschaft. Und wo ist denn jetzt das Gehirn? Und wo ist denn die Schule? Na, für die Pflanze oder für die Gesellschaft. Das heißt, wir haben eine so bescheuerte Vorstellung vom Lernen inzwischen, dass wir das Lernen in die Schule verorten und glauben, dort würde das stattfinden. Dabei findet das Lernen hoffentlich jeden Tag und jede Sekunde statt. Und zwar überall. Und wenn ein Kind, und jetzt kommt die bittere Nachricht, wenn ein Kind seine Freude am Lernen verliert, dann verliert es auch seine Freude am Leben. So. Das Lernen und das Leben ist sozusagen identisch. Wenn ich nicht mehr gerne lerne, bin ich halb tot und nicht umgekehrt. Also es gibt Menschen, die sind halb tot und lernen immer noch gerne. Dann liegt es an körperlichen Problemen. Mhm. So, und deshalb ist das jetzt so wichtig, dass wir uns als Eltern und als für diejenigen, die unsere Kinder ins Leben hinaus begleiten, nochmal die Frage stellen, okay, das ist jetzt eine ganz bescheuerte Situation, die wir da heraufbeschworen haben. Es hat keinen Sinn, jetzt nach Schuldigen zu suchen. Es hat noch nicht mal Sinn zu fragen, ob das alles richtig war. Wir sitzen jetzt drin und jetzt müssen wir den Kindern helfen. Mhm. Und das werden wir nicht dadurch erreichen, indem wir da dauernd Krach schlagen und irgendwie was einfordern, was dann auch wieder nichts wird, sondern konkret, was können wir jetzt für die Kinder tun, damit die aus diesem Dilemma und aus den daraus erwachsenen Problemen, die da entstanden sind, wieder herausfinden. Und das ist dann eine gemeinschaftliche Aufgabe von Eltern, weil man kann sein Kind nicht alleine erziehen. Und jetzt komme ich zu Ihrem Schulthema. Wenn ein Kind drei richtig, oder sagen wir mal fünf, damit es eindringlicher wird, wenn ein Kind in der Schule fünf richtig gute Freunde hat, auf die es sich verlassen kann, oder Freundin, egal, dann kann die Schule diesem Kind nichts anhaben. Mhm. Ich glaube, noch nicht mal Corona kann dem Kind was anhaben. Mhm. Weil die finden Mittel und Wege, um sich doch noch zu verabreden. Mhm. Heimlich. Mhm. Und in der Schule finden die bei all dem Zwang und vielleicht auch, wenn der Lehrer mal nicht so ganz optimal arbeitet, finden die noch genug Spaß miteinander und die heben sich gegenseitig durch. Mhm. Und wenn einer in der Schule Leid erfährt, dann hat er vier, die ihm helfen, wieder gerade zu laufen. Ich sage das aus einer eigenen Erfahrung. Ich komme nämlich aus einer Zeit, da wurden Kinder zu Hause noch geschlagen. Mhm. Und ich weiß, wie das war. Da habe ich dann von meinem Vater eine gekriegt, weil ich wieder irgendwas, wie die das nannten, ausgefressen hatte. Und dann bin ich zu meinen Kumpels gegangen und habe denen gesagt, jetzt hat er mich schon wieder gehauen. Und dann haben die gesagt, du, ich habe heute auch eine gekriegt. Und der andere sagte, ich hatte gestern eine gekriegt. Mhm. Und dann haben wir uns umarmt und haben gesagt, wenn wir groß sind, dann hauen wir denen eine. Da ist keiner traumatisiert worden davon. Ja. Aber wenn ich alleine gewesen wäre damit, das wäre furchtbar gewesen. Mhm. Und deshalb, liebe Eltern, es wäre so unglaublich wichtig, wenn wir als Eltern endlich erkennen könnten, wie wichtig die anderen Kinder für unsere eigenen Kinder sind.
und nicht einfach nur als Spielpartner oder so als Belustigung oder so Freizeitbeschäftigung, sondern wirklich als Freunde. Wir müssen unseren Kindern helfen, Freunde zu finden. Und da merkt man jetzt schon, wenn ich das so sage, das liegt in unserer Hand, was wir für welche suchen. Wir müssen das nicht dem Zufall überlassen, dass unser Kind, das wir die ganze Zeit so nett beschützt und begleitet haben, in der Schule, auf dem Schulhof irgend so einem Angeber anheimfällt, der die große Klappe hat und wo die ganzen Kinder, die Kleinen mit offenem Maul daneben stehen und den bewundern. Und nein, das wäre schöner, wenn unser Kind in die Schule geht und dort seine 5 Freunde hat. Da kann der Angeber dann erzählen, was er will und mit seinem Smartphone sonst was für Filmchen vorführen. Das interessiert unsere 5 nicht. Die haben was anderes zu tun, die sind besser dran. Und das ist jetzt interessant, wenn ich das so rumdrehe, weil man da merkt, wenn die 5 Freunde da wären, würde das alles nicht mehr so schlimm werden. Wäre auch Corona nicht mehr so schlimm. Ich muss sagen, es wird umso schlimmer, je mehr die Kinder auf Gedeih und Verderb auf ihre Eltern angewiesen sind. Oder auf den Lehrer oder wer auch immer die Bezugspersonen sind. Deshalb hat man früher mal gesagt, oder es wird ja bis heute immer noch gesagt, um Kinder gut großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und um dort, es gibt aber solche Dörfer wie in Afrika gar nicht mehr, aber um deutlich zu machen, was damit gemeint war, ist eben, greife ich auf dieses Bild mit den 5 Freunden zurück. Oder die 3 Musketiere oder wie immer die sich da nennen. Aber jedenfalls, wenn die richtig zusammenhalten, dann ist auch egal, in was für eine Schule die gehen. Ob das jetzt Montessori oder Waldorf oder eine staatliche Schule ist, ob die gut oder schlecht ist, das macht keinem Kind was, wenn es sich in dieser Weise getragen weiß. So, und das ist jetzt interessant, wenn wir das so rum betrachten, weil dann geht es möglicherweise gar nicht darum, dass wir die Schulen verändern. Das kriegen wir sowieso nicht hin. Schulen bleiben so, wie diese Gesellschaft diese Schulen braucht. Und solange wir in einer Konsumgesellschaft leben, die auf Wachstum, also damit auf Konsum angewiesen ist, müssen die Schulen dafür sorgen oder muss irgendeine Einrichtung dafür sorgen. Inzwischen machen es ja Gott sei Dank die Medien, dass die Kinder zunehmend verblöden, keine eigene Entscheidung mehr treffen können, manipulierbar werden, eigentlich als Bedürftige umherlaufen, denen jeder alles Mögliche aufschwatzen kann. Das steigert das Bruttosozialprodukt. Und die Schule hat eben, weil sie aus so einer Tradition vom vorigen Jahrhundert kommt, das wahrscheinlich relativ unreflektiert so weitergeführt. Wenn ich das mit Lehrern bespreche, dann wird auch dem letzten Lehrer klar, dass er das nicht will. Er will ja nicht ein Hilfsmittel werden für die Steigerung des Bruttosozialproduktes durch maximalen Konsum. So, und deshalb kann man das Ganze auch umdrehen und kann sagen, okay, dann machen wir es doch lieber andersrum. Stärken wir die Kinder, helfen wir den Kindern richtig gute Freunde zu finden, helfen wir ihnen, dass die sich in dieser Welt zurechtzufinden lernen. Und dann kann ihnen die Schule nichts mehr anhaben. Ich habe da ein Beispiel, was ich gar nicht wieder so leicht vergessen kann, weil es mich so sehr beeindruckt. Ich kenne eine Gruppe von Kindern aus dem Waldkindergarten. Waldkindergarten ist schon so ein Ort, wo Kinder auch jetzt unter Corona-Bedingungen nichts von Corona merken. Die sind im Wald, da ist keiner. Und dann hat da auch keiner eine Maske auf und Abstandsregeln gibt es da auch nicht. Und wenn kein Corona ist, ist es noch verrückter. Die haben keinen Raum, in dem sie spielen und wo Spielzeug steht, sondern die entdecken all ihr Spielzeug draußen im Wald oder auf der Wiese oder am Bach oder wo immer die da unterwegs sind. Und dabei finden die auch richtig zu solchen kleinen Gruppen zusammen, die dann immer sich so auf eigene Faust losmarschieren, 5 Jungs, und dann bauen die zusammen Höhlen und die lernen, miteinander klarzukommen und auch ihre Konflikte zu bewältigen. Das ist einfach nur richtig schön anzugucken. So, und dann ist vor 2 Jahren oder wo ich das erlebt habe, ist so eine Gruppe von 5 solchen Waldkindergartenkindern in die Grundschule gekommen, vor Ort. Und diese 5 haben die ganze Grundschule aufgemischt. Ja, die haben praktisch eine Transformation der üblichen Beziehungskultur in der Grundschule in Gang gebracht. Also erstens haben die so eine innere Kraft gehabt, dass die für alle anderen Kinder in der ersten Klasse die eigentlichen attraktiven Anziehungspunkte waren.
Wenn es darum ging, sich irgendwie in der zurechtzufinden und sich zu orientieren, haben sie nicht auf den geguckt, der schon sitzen geblieben war und die erste Klasse wiederholen musste, aber der Älteste war, sondern diese fünf starken Kinder aus dem Waldkindergarten haben so einen Einfluss gehabt, dass die eigentlich die ganze Klassenkultur bestimmt haben. Aber nicht negativ, sondern positiv, weil die waren Freiheit gewohnt. Mhm. Die haben Fragen gestellt, die wollten nicht dauernd irgendwas nacherzählen, was da gemacht werden sollte. Die hatten eine Vorstellung davon, wie man die Welt entdeckt und wie man spielerisch ausprobiert, was geht. Und daran ist dann die Grundschullehrerin leider verzweifelt. Und das scheint ja auch dieser ansteckende Freiheitsvirus zu sein. Das heißt, die anderen Kinder haben ja auch sozusagen eine Aufnahmefähigkeit. Die wollen das ja auch. Die lassen sich anstecken dadurch, klar, weil es vielleicht ihren Grundbedürfnissen entspricht, ja, die dann vielleicht und dann, wieder. Und dann kommt es wieder. Dann kommen die zurück in ihre Kraft. Deshalb ist mit diesen ganzen Anmerkungen, die da jetzt immer heißen, das ist alles irreversibel und für immer. Ja, wenn man nichts tut, bleibt es irreversibel. Ne? Wenn ich in der Schule schon nichts gelernt habe und das ganze Leben dann auch weiter nichts lerne, dann bleibe ich blöd. Also es geht auch darum, was habe ich mit den Kindern. Das ist dann irreversibel. Ja, dann ist irreversibel. Aber das war es sicherlich auch schon zu anderen Zeiten. Ich denke mal, im Normalfall haben die Kinder auch Eltern. Es gibt natürlich einige, die keine mehr haben oder in Heim leben. Das sind dann so auch nochmal extra zu betrachtende Fälle. Aber so im Normalfall haben die Kinder auch Eltern. Eltern sind auch Gott sei Dank in der Position, dass sie was für ihre Kinder tun können, auch abseits vom Schulleben, das heißt im Nachhinein. Da geht es dann vielleicht auch darum, sich um sich selbst zu kümmern als Eltern, dass man auch die Kraft hat, die Nerven hat und die positive Ausrichtung, dass man auch den Überblick hat, was kann ich tun für meine Kinder. Das wäre ja auch noch eine Chance. Das hätte ich dann anschließend gesagt. Ja. Ach so. Ja, nee, mir ist es auch wirklich, ich finde es jetzt auch schön, das habe ich noch nie in dieser Weise so klar rausgearbeitet, dass es, wenn es gelänge, die Kinder so zu stärken und sie auch zu kleinen Teams zusammenzuschweißen und so in die Schule schickt, dann sprengen die das Schulsystem. Mhm. Also dann muss die Schule sich sozusagen an das andere Anforderungsprofil dieses Klassenverbandes anpassen, was diese Waldkindergartenkinder mitbringen. Also so geht es ja auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, für alle beglückend. Da können Eltern sofort anfangen. Das kann man auch erst in der dritten Klasse oder wo immer das Kind ist. Also bis zur Pubertät geht das wunderbar. Mhm. Für die Zeit nach der Pubertät hätte ich dann nur noch mal gesagt, das ist dann schon ein Zeichen von Stärke, wenn die dann aufhören, sich an unsere Regeln zu halten. Mhm. Das ist die Aufgabe von Pubertät, dass die nicht immer das machen, was die alten Säcke sagen. Und deshalb finde ich es einfach notwendig, dass wir die Toleranz aufbringen und sagen, okay, Jungs, macht euer Ding. Es ist schade, dass wir euch das jetzt nicht so gestatten können, wie wir das gerne wollten, aber ihr habt immerhin grünes Licht. Wir wissen, dass wir euch nicht aufhalten können. Das ist ja heutzutage ein bisschen verrückt, ne? Früher hat man immer so das Bild gehabt, ich habe Angst, wenn meine Kinder 14, 15 werden, dann werden sie aufbegehren, dann bringen sie alles durcheinander und dann muss ich hier unterdrücken. Heutzutage wünscht man sich ja das schon fast. Heutzutage sind die Kinder, die heranwachsen, schon fast zu brav, denken an ihre Schulleistung, an ihr Abitur, an ihr Studium. Ich kenne auch einige Fälle, wo zum Beispiel die Eltern eher kritisch eingestellt sind, den Kindern abraten von Masken oder sogar sagen, geht nicht zur Schule, ihr könnt auch zu Hause bleiben. Und die Kinder wollen zur Schule. Die Kinder sind vielleicht 14, 15 und sagen, Mama, du bist eine Verschwörungstheoretikerin oder sonst was, du bist komisch, es ist doch hier alles in Ordnung. Also wir haben tatsächlich teilweise eine große Umkehrung von Verhältnissen, erstaunlicherweise. Und da wünscht man sich diese Rebellion eigentlich wieder. So, na, wo ist sie denn? Nun mach doch mal, ja, so wie ich will. Wir wollen junge Menschen, die eigensinnig sind, die keine Mitläufer sind, die nicht sich immer nur anpassen an das, was andere von ihnen erwarten und denen nach dem Munde reden. Ich habe vor einer Gesellschaft, in der lauter solche Leute unterwegs sind, habe ich Angst. Mhm. Und jetzt im Augenblick sehe ich durch Corona, wie viele es davon schon gibt. Mhm. Da hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns als Eltern dann ein bisschen stärker darauf fokussieren, was denn vielleicht wirklich wichtig ist. Und wichtig ist, dass wir Kinder so begleiten, dass die ihr Leben selber handhaben können, dass die das bewältigen können, dass ihnen das Leben gelingt. Und dazu ist natürlich auch eine Ausbildung notwendig, aber nicht vorrangig.
Und die braucht man auch. Mhm. Und ich kenne auch viele, die haben erst mit 15, 16 angefangen und haben gesagt, okay, jetzt will ich eigentlich doch Medizin machen. Gott, dann ist es ein bisschen umständlich, da muss man vielleicht noch das Abitur irgendwo nachholen, wenn man es nicht hat. Aber wenn ein Jugendlicher wirklich will, der kann alles. Und da muss man sagen, das ist auch muss man dem Bildungssystem, was wir haben, schon zurechnen. Wenn einer wirklich will, geht's. Das kann länger dauern, aber wenn ich wirklich unbedingt Arzt werden will, dann nehme ich eben auch 10 Jahre in Kauf, wo ich erstmal was anderes mache. Es geht ja nicht um den Verdienstausfall, es geht ja darum, dass ich in einem Bereich tätig bin, wo ich das Gefühl habe, dass das meine Berufung ist. Und das kann ich im Grunde genommen auch als Krankenpfleger schon mal machen, um dann aus dieser Position heraus Medizin zu studieren. Und das geht dann alles. Also wir haben hier viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Eltern haben viel mehr Möglichkeiten, ihre Kinder zu begleiten. Schule ließe sich auf spannende Weise von unten her verändern, indem andere Kinder, indem wir Eltern andere Kinder in die Schule schicken. Und Und auch ein bisschen stärker darauf achten, dass die Gruppen finden, also Peers, Gleichaltrige finden, wo die wirklich unverbrüchliche Freundschaften schließen. Und das ist doch auch so schön, ich weiß nicht, ob Sie sowas noch haben, aber wenn man so einen Schulfreund heute noch findet. ich habe solche Schulfreunde gehabt bis vor Ja, einem Jahr. ja. Dann hat sich leider eine Situation das gespalten. Und das macht es für mich gerade sehr schwierig, diese alte Ebene erstmal wieder zu bestreiten. Okay, dann das kann auch passieren, dass man sich unterwegs verliert, aber das findet, dies kommt wieder zusammen. Also da ist so viel Fundament unten Ja. drunter, das wird schon wieder. Aber ich meine nur, das ist ein Weg. Der zweite Weg besteht darin, dass man sich auch als Eltern miteeinander verbindet. Das wollte ich gerade fragen. Man ist ja deshalb dem Ganzen nur so ausgeliefert, weil jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Jeder hat Angst um sein Kind, aber das Nachbarkind ist ihnen schon mehr oder weniger egal. Und das ist die beste Situation, dass dann eine übergeordnete Instanz dieses sowieso schon in 1000 Stücke zerfallene Elternschaft dann komplett zerlegt und dann können die machen, was sie wollen, klar. Und wenn Eltern Allein? zusammenhalten würden, Ja. dann könnten die Eltern diese Schulen natürlich in Bewegung bringen und die könnten auch die Kultusminister in Bewegung bringen. Aber wir haben eben so eine zerfletterte Elternschaft, die im Grunde genommen ein bisschen egozentrisch nur auf ihr eigenes Kind schaut und nicht auf die Kinder, die hier in diesem Land alle groß werden und die eigentlich ja unsere Zukunft sind. Alle. Das ist ja Nicht auch nur. eine Herausforderung, auch an jeden Vater, jede Mutter, sich zu öffnen für eine Gemeinschaft mit anderen Eltern. Das heißt, diesen bequemen Rahmen zu verlassen, so ich, meine Familie, mein Kind, die Schulkarriere meines Kindes. Und jetzt plötzlich kommt es darauf an, wir hätten viel bessere Chancen und wären viel stärker, wenn wir uns zusammenschließen würden. Und dann kommt es nach einiger Zeit vielleicht zu den ganz normalen Prozessen, dass man merkt, die sind aber anders als ich oder da gibt es Sachen, die ich nicht mag. Da sind sie mir unsympathisch, dann mache ich doch lieber mein Ding. Und das ist ja eine Hürde. Und das ist auch eine Herausforderung, diese Hürde zu überwinden, sich zusammenzuschließen, auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist, einfach weil die Zeit es bedingt. Ja, man kann sich nur, das ist ja das, was wir in dieser Akademie für Potenzialentfaltung versuchen. Wir versuchen ja solche Gemeinschaften aufzubauen in allen Bereichen der Gesellschaft. Und dass die große Lehre, die wir da machen durften, heißt, entweder Menschen finden zueinander, weil sie ein gemeinsames Herzensanliegen haben, was jedem Einzelnen gleichermaßen am Herzen liegt, sich aber nur gemeinsam umsetzen lässt. Oder die haben solches gemeinsames Anliegen nicht. Dann können sie noch eine Zeit lang hinter einem gemeinsamen Ziel oder Projekt herrennen, aber auch nur so lange, bis das dann erreicht ist. Und wenn sie weder ein Anliegen noch ein Ziel haben, dann ist es ein zusammengewürfelter Haufen und dann jagen die wie die Hühner auf dem Hühnerhof umher und kriegen nichts gebacken. Und das ist natürlich die schönste Einladung, die man an interessierte Leute machen kann, die gerne Macht ausüben. Und dann auch zeigen wollen, was sie alles können und so. Und deshalb ist so eine der wesentlichen Aspekte, die man jetzt am Ende dieses Gesprächs vielleicht nochmal hervorheben sollte, Eltern sollten versuchen, sich selbst zu stärken. Also gegenseitig und auch jeder Einzelne. Und wir haben da in der Akademie sowas gefunden, das ist eine Initiative geworden. Das heißt,
liebevoll jetzt, also unter www.liebevoll.jetzt, ist das ein bisschen beschrieben, nur ganz kurz. Es ist möglich, dass man trotz Corona und trotz der Schwierigkeiten und trotz Lockdown und allem, man kann auch unter solchen Bedingungen ein kleines bisschen liebevoller als normalerweise mit sich selbst umgehen. Also sogar ein Häftling im Knast kann das. Ja. Der kann mit dem Kopf gegen die Wand rasen, das ändert dann auch nichts. Oder er kann sich auf die Pritsche setzen und sich fragen, was er denn jetzt mal machen könnte, was ihm gut tut. Vielleicht spielt er im Kopf mit sich selber Schach. Oder er fängt an zu singen oder zu tanzen oder keine Ahnung. Irgendwas wird er machen können. Und dann hat er das Gefühl, er ist wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Weil wenn ich etwas tue, was mir gut tut, verbinde ich mich auch wieder mit meinen eigenen lebendigen Gefühlen. Mhm. Und mit meinen Bedürfnissen. Mhm. Und auch mit meinem Körper. Und dadurch komme ich aus einer blöden Situation raus, in der ich vorher immer gewesen bin. Ich war vorher eigentlich immer irgendwie ein Bedürftiger. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich krieg's nicht, was ich brauche. Wenn ich auf einmal so liebevoll mit mir selbst umgehe, komme ich aus dieser Bedürftigkeit raus, muss nicht ständig von anderen was fordern und kriegen wollen oder auch deren Zuwendung und deren Aufmerksamkeit sozusagen auf mich ziehen, sondern ich habe was zu verschenken. Ich bin plötzlich in der Kraft und bin einer, der was zu verschenken hat. Das heißt, ich bin auf einmal liebevoller, nicht nur zu mir, sondern zwangsläufig auch zu den anderen und dann auf einmal auch zu den Kindern, nebenbei gesagt auch zu dem Lebenspartner. Und das kann ein viel schöneres Leben werden, weil man dann aus der Kraft heraus agiert. Und Kraft äußert sich so, dass man etwas spürt, das heißt Gelassenheit. Mhm. Ja, also dann kann man sich einfach nochmal zurücklehnen, nochmal genau überlegen, wie die Dinge jetzt so sind und wo Möglichkeiten sind, dass man es ändert. Dann lässt man sich nicht mehr umherjagen. Und das wünsche ich allen, die uns hier heute zugeschaut haben. Gucken Sie, dass Sie mit sich selbst in Ihre eigene Kraft kommen. Und der Tipp, es ginge leichter, wenn Sie sich noch 5 andere suchten und es mit denen gemeinsam üben. Also wenn 5 Freunde oder Freundinnen sich gegenseitig versprechen, ab heute versuchen wir mal ein kleines bisschen liebevoller zu werden. Zueinander, also zu mir erstmal, jeder zu sich. Und ja. Wir passen auch auf, dass du nicht wieder Sachen isst, die dir nicht gut tun. Wir passen auch auf und sagen dir, dass du jetzt schon wieder diesen blöden Krimi anguckst, obwohl du jedes Mal sagst, dass du anschließend nicht schlafen kannst. Schalt das Ding einfach mal aus. So in der Art könnte man sehr liebevoll miteinander reden. Und dann würde das dazu führen, dass diese 5 eine starke Gemeinschaft werden. Und die verändern die Welt. So wie vorhin meine 5 Schüler in der Schule als Musketiere sozusagen, starke Gemeinschaft, die Schule verändern. So könnte es gehen und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man natürlich lieber rumpult und sich beschwert und auch versucht, irgendwas zu ändern. Und ja, das Einzige, was wir wirklich ändern können, das ist eine bittere Einsicht, aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich das gelernt habe. Das Einzige, was ich ändern kann, bin ich selbst. Mich selbst kann ich ändern. Sie kann ich nicht ändern. Aber das ist doch unglaublich viel. Das ist doch schon fast die Welt, die man dadurch ändert, wenn man sich selbst ändert. Das ist doch eine unglaubliche Freiheit. Ja, deshalb habe ich das auch gesagt. Aber die meisten Menschen haben Angst vor dieser Selbstveränderung, ja, weil sie nicht wissen, was dann passiert. Das heißt, ich kann mich nur verändern, wenn ich es selber will. Und ich werde es nur wollen, wenn das Ergebnis dieser Veränderung in meinen Augen spürbar besser ist als der Scheiß, den ich jetzt habe. Mhm. Und die meisten Menschen haben sich sozusagen in ihrer Welt eingerichtet. Ja. Und für die ist dann natürlich jede Idee, da irgendwas Grundlegendes zu ändern, bedrohlich. Also lieber bleiben sie im Mist sitzen und klagen, als dass sie endlich die Mistgabel nehmen und den Saustall aufräumen, ihren eigenen. Mhm. Aber das sind vielleicht... Saustall aufräumen hört sich schon so nach Anstrengung an, aber ist es gar nicht. Man muss eigentlich nur das machen, was einem gut tut. Ja. Das hat mit Egoismus übrigens gar nichts zu tun, weil der Egoist braucht immer den anderen, um ihn auszunutzen oder um dessen Bewunderung zu kriegen. Jemand, der sich um sich selber kümmert, der braucht die anderen nicht. Ja. Das war ja das, was ich sagte, der hat was zu verschenken.
Genau, apropos Geschenk, ich finde auch, also Saustall ausmisten hört sich ein bisschen negativ an. Wenn man es von unten aus dem Schlamm heraus sieht, ja, dann ist es sehr, sehr dreckig. Ich habe neulich gedacht, wenn man es von oben raus sieht, so wie so ein Geschenk, was man dann auspackt, hört sich viel freundlicher an. Das heißt, ich gucke, Mensch, da ist ja ganz viel drumherum, ganz viele Schalen, aber jetzt, wenn ich da mal dann immer näher komme an den eigentlichen Menschen, an das, was wirklich in ihm steckt und was sein eigentliches Wesen ist, wie er auf die Welt gekommen ist, dann habe ich da ja eine große Vorfreude drauf. Da macht es ja Spaß, dieses Ja, Auspacken, die Verwicklung zu lösen, diese Entwicklung. es könnte ja sein, dass man dann feststellt, dass dieser bisherige Saustall die schönste Ferienwohnung ist, die man sich denken kann. In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne, aller herzlichen Dank, Sehr Herr gerne. Hüter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für Eltern stehen auf, in mein Wohnzimmer zu kommen. Und hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wünsche Ihnen alles Gute, wünsche allen da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.